Moin Leute, hier zurück bei FIFA 19. Ja, es geht endlich los mit der Bundesliga hier auf diesem Channel. Spieler 6, VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen. Ich spiele mit SV Werder Bremen und ja, Werder ist aktuell dritter Platz in der Bundesliga mit 11 Punkten und Stuttgart im Moment aktuell 17. Platz, glaube mit 6 Punkten, ich bin mir ganz sicher. Aber normalerweise, wenn die Mannschaften aufeinandertreffen, ist es ein sehr spieltorreiches Spiel so. Gleich am Anfang geht es gerade los. Ich weiß, aber hier sind diese Spieleranzeige hier über meinen Köpfen. Das könnt ihr ausstellen, das mache ich gleich. Und am besten jetzt, glaube ich, weil das ist nämlich so ein Schuss-Timing-Assistent und der nervt, finde ich. Ja, das ist ein bisschen komisch alles. Also es soll ja eigentlich revolutionär sein jetzt in FIFA, dieser Assistent, sag ich mal, aber irgendwie ja, finde ich ihn für mich eher mehr Sichtklauen als irgendwas anderes. 1-0! Glaub's nicht. Nochmal einen kurzen Tor geschossen, eine Kruse. KI ist aber auf Profi gestellt. Aber so kann's gehen. Wer dafür ist 1-0. Aber ich werde gleich mal eben kurz es aufstellen. Weil das muss die Trainereinstellung. So, zack, das ist das Ding drinne. Wunderschön. Guter Auftakt von Kruse. So, ich zeig's kurz mal eben. Ich werde es mal eben aufstellen. Wie gesagt, mich nervt's halt ein bisschen. So, ihr geht auf Einstellung. Dann Steuerung. Und dann geht ihr hier auf Trainer, FIFA-Trainer, ausblenden. Das ist wichtig, das muss raus. Sonst funktioniert das alles nicht. Hier können wir ein paar andere Sachen auch noch einstellen, aber das müsste eigentlich auch schon reichen. Hoffe ich zumindest. Und ja, dann kann man normal weiterspielen. Aber deshalb muss man erstmal suchen, ey. Ich habe es erstmal nicht gefunden. Es war ganz schön nervig. Und ja, es sind die Einstellungen drin. Und sonst, wenn ihr damit spielen wollt, wenn ihr noch Anfänger seid, sag ich mal, dann natürlich vielleicht auch benutzen. Vielleicht hilft es ja ein bisschen, aber für mich ist es eher so nicht richtig spielbar, weil es die Sicht nimmt. So, jetzt wird aber erstmal FIFA gespielt. So, Werder, wie gesagt, im Moment auf einem guten Weg, sich in der Tabelle oben eventuell festzusetzen, ja. Haben einen guten Run. Nach 7 Jahren sind sie erstmal wieder oben dabei. Und ja, vielleicht waren die Einkäufe jetzt doch ganz gut, die sie getätigt haben. Und Werder kann endlich mal wieder oben mitspielen, mal schauen. Allerdings hat Werder natürlich auch wieder schwache Spiele gehabt, ja. Wir haben auch Glück gehabt, viel auch gegen Hertha jetzt, das 3-1 zu Hause. War halt auch zum Teil richtig glücklich. Da haben die auch die Hertha-Raner haben da schon ein bisschen komisch gespielt ab und zu. Und haben uns auch ein Tor als erste geschenkt. Und sonst, ja, war es natürlich eine gute Leistung, aber zum Teil hat Hertha auch jetzt mal sehr viel Glück gehabt. Also, aber muss ja auch mal sein, ne? Sonst hat Hertha ja immer Pech. So, ich muss mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Sonst vermasse ich das hier nämlich noch, das wäre ein bisschen ärgerlich. Alles bis unentschieden, oder alles, was unentschieden ist, ist gut. Niederlage geht gar nicht. Und ein Sieg natürlich richtig super. So, natürlich ab und zu mal einen Ball stoppen und ein bisschen gucken, dass da nichts hier anbrennt. Oh, ja, das bleibt einfach mal stehen. Nice one. Danke euch. Ja, wie gesagt, ich habe FIFA nur als, also spiele ich just for fun, ja, also ich spiele jetzt kein Ultimate Team oder so, sondern einfach nur just for fun. Bundesliga-Schub. Was? Ja, 1-1. Es kommt, wenn man, ganze Zeit, also wenn man redet und spielt, Multitasking. Naja, auch nicht mehr gut gehabt. Naja, nichtsdestotrotz geht weiter. Und ja, jetzt habe ich glaube ein bisschen aufzureden und wir erstmal jetzt hier ein Tor schießen, ne? Aber ein Spieler rennt auch gerade nicht so wirklich so, wie sie sollen. Die haben mehr so falsch. Der Pass war auch wieder nicht richtig. Das war jetzt nicht so, wie es haben wollte, sondern nach unten gehen der Pass. Hat nicht funktioniert, warum auch immer. Nein, das war doch gar nicht so ein Pass. Naja. Das ist nicht mein erstes FIFA 19 Spiel, aber mein drittes oder so. Ich habe mich halt erstmal eingespielt ein bisschen, ja. Ich muss erstmal wissen, wo hier die ganzen Extras auszuschalten sind und so. Das war schon ein bisschen komisch. Und ja, hat ihn auch gefunden. Ein bisschen klein spielen hier, aber Stuttgart, die machen gut Pressing. Also die sind gut dabei. Hätten sie das Tor nicht geschossen, ne? So! Wunderschön! Wieder ein Tor geschossen. Wieder Kruse. Ja, so sieht's aus. Schönes Ding. Der, wenn Kruse am Ball ist und er hat freie Schuss, kann auf jeden Fall abziehen, wie man sieht.
dann geht das Ding noch mal rein. Schon mal ganz gut so. Bam. Einfach mal mit Vollspann einfach mal rein ins Tor. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass es hier auch so bleibt, beziehungsweise dass ich nochmal ein Tor auflegen kann hier oder was. Aber nicht, dass Stuttgart jetzt wieder zurückkommt. Aber es ist Liveform aktiviert, deswegen müsste Werder eigentlich auch ein Stück besser sein. Aber nur ein Stück, nicht komplett. Weil Heimvorteil müsste eigentlich auch aktiv sein, weiß ich gar nicht genau. Es sind ja so bei FIFA 19 so ein paar Sachen noch inbegriffen, ja, so ein bisschen Heimstärke, dies, das. Okay, das war jetzt nicht so gut. Erster Flankenangriff hier und was hat's gebracht? X. Naja. Ja. So, sind die auf einmal wieder vor meinem Tor und wird wieder knapp. Ja, Ball halten ist natürlich auch eine gute Option. Aber eigentlich von nach vorne. Aber wie man sieht, Stuttgart steht ziemlich dicht an meinen Spielern. Boah. Komm, Pavlenka. Upsi. Wollte gerade sagen, das war jetzt Stürmerfoul, oder nicht? Ich habe schon gedacht, Elfmeter ist. Upsi. Gut, dann kein Elfmeter, Gott sei Dank. Gelbe Karte für Stuttgart hier. Unfaires Spiel gegen den Torwart. Stürmerfoul. Flanke zu kommen. Noch nicht, doch. Oh ja. Oh ja. Oh, diese Tore von Kruse. Was ist denn bei ihm los? Ey, ich sollte mal vielleicht einen anderen Jubelsprung machen hier. Aber nichtsdestotrotz. Wie gesagt, wenn der am Ball ist, ne, und der schießt, da ist halt Feierabend. Zack, wieder schön ins Eck. Nice one. Grafik ist natürlich wieder top, ne? Die Zinsen sind wieder top bei FIFA 19. Kann man nichts anderes sagen als super. So. Schade, dass FIFA 19 immer erst ein bisschen später rauskommt, nicht direkt zum Start der Bundesliga oder allgemein der ganzen Saisons. Gut, ganz in allen Saisons geht es natürlich nicht. Aber abseits. Schiffe abseits. Trotzdem drinne. Naja, auf jeden Fall kann man immer erst später anfangen im Spieltag. Ich hätte natürlich auch theoretisch mit FIFA 18 anfangen können, aber habe ich irgendwie keine Zeit für, weil andere Spiele haben auch viel Zeit gekostet und ja. Werden wir FIFA auch nochmal für Xbox One gönnen. Und da finde ich besser, als zu zweit spielen kann. Boah, krass. So können die schießen, so können die den Abschluss suchen, kein Problem, bin ich dabei. Danke. Das Auswärtstrikot von Werder sieht übrigens sehr nice aus, ja. Also wenn ich die Leute sehe mit Werder-Trikot, ist es Kruse wieder. Schade. Ist es meistens das Auswärtstrikot, was sie tragen. Was ein Foul. So, mal gucken. Hier ist immer noch auf dem kurzen Pfosten. Bin mir jetzt nicht sicher. Wir probieren es einfach mal. Boah. Klein im Strafraum. Super Sache. Das war ein nice Ding. Oh, hier, was war das? So, Abpfiff bitte in die Halbzeit, das wäre ganz nett. So, das war die erste Halbzeit. Bin ich sehr mit zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Natürlich nur, wenn ihr Werder-Fan seid. Sonst wahrscheinlich eher nicht. Zudem guckt auch in die Beschreibung, ja. Nicht vergessen, in die Beschreibung gucken, da sind auch einige Eckdaten von einer gewissen Seite. Alles quelltechnisch angelegt unten in der Beschreibung. Da ist nichts von mir. Dementsprechend natürlich auch die Quelle angucken. Wie Copyright und was ich was alles. Und das große Ärger. Deswegen ist es immer alles schön mit Quelle bei mir. Quelle, nicht der Versandhändler, ne? So, zweite Halbzeit. Ich habe gestern dieses gar nicht so angeguckt gerade. Macht aber nichts, wir gehen einfach rein.
Wow! Schade, ich wollte eigentlich schon einen Flugkopfball machen, so, ne, aber nicht funktioniert. Bam! Nein! Vorbeigeschossen. Wunderschön geschossen. Eigentlich war das eine super Sache. Osaka hier. Neuzugang. Eigentlich ganz nett, aber leider schade. Eigentlich ganz nice. Hätte auch reingehen können. Mal gespannt, ob wer da noch irgendwas in der Winterpause dann mal irgendwie mal verpflichtet. Ich weiß gar nicht, wie wir brauchen eigentlich aufgestellt. Alter Scholli. So, Rosse mit. Okay, das war zu viel gedrückt. Okay, so. Okay. Passiert, wie gesagt, muss ja erstmal ein bisschen reinkommen hier und so. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gewesen. Naja. Können wir mal den Ball abluchsen? Gut so, los geht's. Tutut. Okay, noch kein Tutut. Ja, das ist Tutut. Osaka macht das Tor hier. Ja. Ja, den gibt es auch noch wieder in Jubel. Okay, alles klar. Den Flieger. 4-1 für Werder. Sind wir gut dabei. So. Ich wollte einfach mal mit jemand anderem ein Tor schießen. Das habe ich abgespielt. Kruse hat ja eh schon seinen Hattrick. Also von daher, Osaka braucht noch ein paar Tore hier. Für die Motivation. Und so geht es dann voran. So, wunderschön, wunderschön. Hinten läuft einer frei. Nein, ich habe zu viel gedrückt. Oh, nein, 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 nein. Ja, da habe ich zu viel gewollt und habe nicht funktioniert. Da liegt er immer wieder. Abgefälscht, schade. Hätte auch was werden können. Hier, Klaassen auch Neuzugang. Na gut. Alle Bewegungen sehen auch sehr, sehr schön aus. Also, da haben sie auch wieder schön was geleistet hier. So, wo ist der Spieler da? Ja, schade. Ja, Ecken habe ich noch nie gut gekonnt eigentlich. Ja, da muss ich mich nochmal reinfuchsen und nochmal vielleicht was durchlesen, wenn man da irgendwie was, wow, ey, was machen kann. Gelb, okay, nochmal gelb hier für Stuttgart. Bei einem taktischen Freistoß kannst du den Schützen im Ball egal, machen wir einfach. Powerschuss, okay. Wir probieren es einfach mal. Oh, oh, den ersten Freistoß bei FIFA 19 war es okay. War es okay. Schade aber auch. Aber eigentlich sah es da ganz gut aus. Bisschen wenig Power vielleicht dahinter, ja, und zu weit weg. Ja. Aber okay. Zumindest nicht in die Zuschauer reingeballert. So, die Zuschauer sind sehr ruhig. Wir müssen ein bisschen loslegen hier. Wer da? Nehmen. Nein! Gut, mach hier selber ein bisschen Ping-Pong. Aber bis jetzt gefällt mir das ganz gut. Keine Ruckler hier, irgendwas. Das ist schon mal sehr gut. Performance läuft. Keine großen Spielschwierigkeiten hier. Aber eigentlich ganz gut. So, Klaassen rein, Sahin rein. Aber machen wir Sahin rein. Auch Neuzugang. Machen wir immer rein. Kam für 1 Million Euro aus Dortmund. Aber den wollten sie einfach nur loswerden und von der Gehaltsliste runter haben. Eigentlich guter Spieler, aber wie gesagt, hat einen sehr tief, würde ich mal sagen, bei Dortmund. Und hat keine Rolle mehr für Favre gespielt. Dementsprechend, ja, haben wir ihn günstig gekriegt. Aber ich will nicht wissen, was er an Gehalt kriegt. Warum nicht so viel? Also ich bin ja eh bei Fußballspielern für leistungsbezogenes Bezahlen. Ne? Also wenn man keine Leistung bringt, auf der Bank sitzt, kriegt man weniger, als wenn man Spiele spielt und gut Leistung bringt und Tore schießt. Aber was Fußballspieler an Kohle kriegen, ja, finde ich halt nicht richtig. Weil für mich ist das halt Sport, ja, schon ein Sport, aber
Nicht für den Preis. So, dann kamen wir mal rein. Auch neuer Neuzugang. Weiß nicht genau, ich glaube schon. Aber schon letzte Saison. Ja, wie gesagt. Zahlung bei Fußballspielen finde ich ein bisschen hart. Oder allgemein Sport. In Deutschland ist ja alles nur Fußball, Fußball, Fußball. Andere Sportarten sind ja eher so ein bisschen nebensächlich, leider. Und ja, lässt sich natürlich viel Geld verdienen, viele Steuereinnahmen, aber trotzdem, ich meine, da kann man so ein bisschen ja, leistungsbezogener bezahlen. So, jetzt muss ich hier nochmal nach Hause schaukeln hier, obwohl wahrscheinlich nichts mehr passieren, aber vielleicht schießt ja noch ein Tor. Oder auch nicht. Weil im Moment ist nur Rumgeplänkel hier. Pass für Pass für Pass, dann Fehlpass, dann wieder Pass, 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 Fehlpass, ups. Jetzt kommt Stuttgart mal wieder. Krieg ich den Ball noch? Ich glaube schon. Ich kann mal hinterher. So können die das machen. Stuttgart weiß nicht, was sie machen sollen, hier die KI, aber macht doch nichts. Wow, okay, da mache ich halt was. Okay, was machen die da? Also Profi ist eingestellt, definitiv. Das weiß ich, weil es meine FIFA 18 Einstellung, das wird direkt aus dem Profil rausgeholt, ja. So, Osaka ist ein bisschen lahm, leider. Nicht Philipp lahm, sondern einfach nur lahm. Aber ich glaube, ich spiele auch einfach nicht mehr. Ups, das ist vorgemacht. Oh, jetzt schießen die ein Tor. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber gut, dass ich noch in Führung bin. Noch. Haben sie gut ausgekontert hier. Ja, war nicht schlecht. Torwart-Ecke aber war insgesamt nicht schlecht, was sie gemacht haben. Aber das kann ich jetzt nicht so offen hier sitzen lassen hier. Und Saka brauche ich jetzt nicht zum Sprint loslegen. Der ist wie gesagt ein bisschen... Ah. Okay. Nein. Stuttgart kommt wieder hier. Stuttgart macht richtig Druck. So, nachher habe ich meine Füße, die ich dazwischen hauen kann. Ecke, Mist. Oder? Nicht? Strippenzieher hier, Maximilian Eggestein. Eggestein, wie gesagt, heißt aber Eggestein. So. Oh, was mache ich da? Niemals vom eigenen Strafraum so rumtendeln wie ich. Am besten doch mal rauskloppen das Ding. Habe ich es aber gerade nicht gemacht, warum auch immer. Aber sollte man eigentlich. So, schöner Pass hier. Oh, der war doch aber gefoult eigentlich. Aber er konnte nicht mehr. Keine Energie mehr gehabt. Oh! Was ein Tor! Wieder Kruse, herzlichen Glückwunsch! Gucken wir uns natürlich nochmal an. Durchgesetzt hier, Pass gespielt, zack, 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 bam, drinne! So, wir können einwechseln. Osaka raus, was schickt er rein? Machen wir nochmal. Ich habe nochmal seine Chance. So. Ja, normalerweise müsste der Abpfiff sein. Kann schon mal richtig reden hier vom Jubel. So, 4 Minuten Nachspielzeit. Zu viel. Da guckt auch in die Beschreibung, ja. Da steht auch einiges noch zum Spiel hier. Die beiden Mannschaften, wie gesagt, wenn sie aufeinander treffen, fallen immer meistens viele Tore. Etc. Wie gesagt, guckt euch noch ein bisschen was an, was da steht. Und ja, freut euch, dass Werder gewinnt, wenn ihr Werder-Fan seid. Morgen ist übrigens Anpfiff. Am 29. September um 15:30 Uhr, wie ich jetzt gesehen habe. Abpfiff! Werder gewinnt in Stuttgart 5:2 für Werder. Und das wird irgendwie gut. Kruse, Spieler des Tages. Bester Mann. Läuft bei ihm. So, jetzt gucken wir uns kurz die Statistik an. Und dann war es auch schon wieder. Spielergebnis, so sieht's aus. Loyalität, Trophäe erhalten, was immer das bedeuten mag. Aber hab's zumindest gekriegt. Das sieht ja schon mal gut aus. Sieger, Big Liguri, alles klar, sind wir dabei. So sieht die Statistik aus. Bewertung Kruse 10,0.
So sieht's aus. Und nochmal danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Spiel hier auf diesem Channel. Reingehauen und tschüss!